Wenn dann ein Russe neben mir sitzt, der auf das Hundefutter spitzt und es ihm wegnimmt und es frisst, dann wird mein Hund kein Kommunist. Am besten ist, die Russen bleiben, wo's gerade stehen. Also, das Ganze ist Hans-Werner Sinn, dieses Institut, das er leitet. Und zwar heißt es hier: Frieden durch Freihandel mit Russland. Russlands Präsident Putin hatte der EU bereits 2010 vor einem Deutschlandbesuch eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok vorgeschlagen. Was geschah? Die EU bereitete stattdessen Freihandelsabkommen mit Georgien, Moldawien, der Ukraine und Armenien vor. Oh, wir brauchen eine Freihandelszone mit Russland. Am besten noch ohne Wegfall der Visumspflicht für Ruskis und Ruski-Agenten, dass die hier alle stehlen können. Ich weiß nicht, was Hans-Werner Sinn hier geritten hat, aber er klingt wie ein Pragmatiker. Nur muss man sich halt eben auch vergegenwärtigen, das war eigentlich dieses Freihandelsabkommen von Lissabon und Vladivostok, war der Establishment-Plan eine lange Zeit. Und hier ist der entsprechende Artikel auf recenter.com. Wir warnen davor seit Jahren, wo sich Ost und West, das Establishment, noch einig war für diese Eurasien-Union. Jetzt sagen die im Westen, pfui, Russland hat die neue Weltordnung verraten. Russland will Europa einfach anschließen und erobern, wie der Chefdenker der Eurasien-Idee Dugin zugibt. Also Dugin sagt das, dass es die ganzen Blödiane und politisch, also Leute, die politisch auf dem Level von Kindern sind, die unzurechnungsfähigen Trottel, Landesverräter, die verstehen nicht, was sogar offen ausgesprochen wird. Deutschland soll angeschlossen werden. Deutschland soll rausgebrochen werden aus den Westbündnissen, aus allen Westbündnissen und dann rein integriert werden in eine Ostunion, wo Deutschland hilflos ist. Deutschland hat kaum Truppen, hat keine Atomwaffen. Russland kann, wenn sie wollen, dann diese ganzen Iskander-Atomraketen von beweglichen mobilen Lastern einfach auf Deutschland schießen und schon ist Ruhe. Und dann sind die Deutschen unterjocht auf ewig. Und Russland, Moskau hat den alten Traum erfüllt. Aber wie gesagt, die ganzen Landesverräter und Irren da draußen, die, obwohl sie für Russland Werbung machen, also viele von diesen Freaks da draußen, die für Russland Werbung machen und nach Kräften sich dann viel erhoffen davon, die werden nichts sehen, also an persönlichem Gewinn. Die kriegen keine Show auf dem deutschen Russia Today-Ableger. Die kriegen nichts, gar nichts. Außer einen Tritt in die Fresse, wenn es dann irgendwann in die Lager geht. Also so wie hier gezeigt, ein altes sowjetisches Lager. Weil solche Leute sind, wie früher bei den russischen sozialistischen Revolutionen, schnell die Unzufriedenen, die dann gerne die Revolution rückgängig machen. Und deswegen muss man diese Leute schnell loswerden nach der Revolution. Hier, der Artikel auf recenter.com. Deutscher Rothschild-Vertreter Mangold fordert eurasisches Großreich. Also, Massenmedien berichten nun ein paar Jahre zu spät, dass Moskau Europa unterwerfen will. Vordenker Alexander Dugin, aber nicht nur er, sondern viele andere, sagen, wir führen einen Dschihad gegen den Liberalismus. Einen heiligen Krieg gegen den Liberalismus. Okay, ist das vielleicht irgendwann mal angekommen bei Eigentümlich Frei? Außer, naja, die Web-Ausgabe ist da besser geworden. Beziehungsweise andere Magazine. Ist das angekommen? Europa soll unterworfen angeschlossen werden, zu einem Protektorat gemacht werden. Und dann führt einen Dschihad, einen heiligen Krieg gegen den Liberalismus. Und ja, ich weiß, die benutzen den Begriff sehr weit gefasst. Also alles Böse ist liberal jetzt für die. Aber sie sind auch ganz klar in ihrer Aussprache. Dugin sagt, Individualismus ist Teil des Liberalismus und wird bekämpft bis aufs Blut. Also, du bist nichts, der Staat ist Gott. Das soll kommen. Die Massenmedien haben natürlich viel Werbung gemacht und viel, das westliche Establishment hat viel, viel zugelassen, dass die Russen sich hier in Österreich eingraben, in Deutschland eingraben und so weiter. Also es geht hier unter anderem um den deutschen Topmanager und Rothschild-Vertreter Dr. Klaus Mangold. Also der war bei Daimler und ist bei Rothschild und war im Aufsichtsrat des österreichisch-kanadischen Zulieferers Magna, der zusammen mit der russischen Sparebank Autohersteller GAZ dabei war, den deutschen Autohersteller Opel zu übernehmen. GAZ gehört mehrheitlich den umstrittenen Oligarchen Oleg Deripaska. Ja, sehr, sehr umstrittene Figur.
und Gus macht auch Kriegsfahrzeuge. Magna Electronics wurde im Laufe der Jahre unter Leitung von Frank Stronach, eines der größten Unternehmen der Autozuliefererindustrie Nordamerikas mit Milliardenumsatz. Stronach hatte weitere große Pläne mit der russischen Sberbank und der Repaska. Siegfried Wolf, der ehemalige Geschäftsführer von Magna, wechselte 2010 zum russischen Autokonzern Gas. Wolf soll nach den Wünschen von Stronach österreichischer Bundeskanzler werden. Oh fucking hell. Die neue Partei Team Stronach holte aus dem Stand immerhin 10% der Stimmen in Österreich. Und die Partei Team Stronach hat viele tolle liberale und konservative Positionen, genauso wie die Front National. Aber es sind Putinistas. Und deswegen sind diese ganzen vernünftigen Forderungen dann alle eigentlich für den Arsch. Also der Westen und Osten waren sich eigentlich einig, haben gesagt, hey, wir machen eine Eurasische Großunion und dann schließen wir die paar Regionen auf der Welt zusammen zu einer Weltregierung, teilen uns die Macht. Jetzt wird dann wohl doch wieder gekämpft. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wollte vor wenigen Jahren Deripaska drankriegen und ließ Mangolds Büro im Honorarkonsulat der Russischen Föderation Stuttgart durchsuchen. Computer und Unterlagen des Sekretariats von Mangold beschlagnahmen, was die LKA-Beamten fanden, ist geheim, niemand traut sich darüber zu sprechen. Und Mangold fordert dann beim St. Petersburg International Economic Forum jene Schritte hin zu einer europäisch-russischen Wirtschaftsregierung von Lissabon bis Vladivostok, die wir bereits unter anderem vom ehemaligen russischen Präsidenten Wladimir Putin gehört haben. Und die ganzen Idiotenblogs, die ganzen geisteskranken Drecksblogs da draußen erzählen ihnen, oh, Putin ist die einzige Hoffnung gegen die Rothschilds und Putin, mach die Rothschilds fertig und In Wirklichkeit organisieren die Rothschilds unglaublich viel wichtige Deals für die Russen. Die Russen wollen ja gerade die Dienste der Rothschilds, Schulden von großen Aluminiumkonzernen zu verwalten, wie Rusal, der natürlich auch einem Oligarchen gehört. Hier finden wir noch irgendwo, wo war es, gleich für Sie, das ist auf der offiziellen Seite von den Rothschilds. Hier, Rothschild in Russia. Hier, Rothschild Global Financial Advisory. Die Rothschilds treten natürlich nicht auf als diejenigen, die sagen, hey, wir haben Geheimfonds mit 100 Milliarden, eigentlich Billionen. Wir können die Bankenkrise natürlich weiter hinauszögern. Wir können immer dafür sorgen, wenn wir nicht wollen, dass es da, wir können verhindern, dass es einen Crash gibt. Sie treten nicht auf als diejenigen, die sagen, wir haben all das Geld, sondern sie sagen, wir haben bloß Assets von 2 Milliarden Dollar, also nichts. Und wir verwalten nur anderer Leute Geld. Also hier auf Rothschild.com, Russia, sehen Sie dann hier, welche Investments man hier verwaltet. Also TNK, BP, Sberbank, was Sie gerade eben auch gehört haben in Bezug auf Stronach und diese ganzen Verschwörer. Ganz interessant hier, also gucken Sie rein, meine Damen und Herren. Und machen Sie sich ein Bild von der Sache. Also hier der Top-Manager will, Rothschildmann will die Eurasische Union. Die Süddeutsche Zeitung druckte Putins Plädoyer ab. Sowjetischer Außenminister Schewardnadze verkündete es im November 1991. Da waren sich Ost und West einig. Ein vereintes europäisches Haus vom Atlantik bis zum Ural, bla bla bla. Und der BND sagt, nee, Moment mal, das sind alles Kriminelle, das wird eine Katastrophe für die Deutschen. Und Kanzler Schröder sagt dann, wenn solche Berichte auf seinem Tisch landen, ne, das interessiert mich nicht. Und jetzt arbeitet er, also Kanzler Schröder, für Rothschild und die Ruskis. Ja, und arbeitet an der Energieabhängigkeit Deutschlands vom Osten. Natürlich hat man das lange vorbereitet. Jetzt das Ganze ein bisschen in der Schwebe. Also die ganzen Stromtrassen, die gebaut werden, also laut einem echten französischen Geheimdienstbericht. Die ganzen Stromtrassen, die neuen in Deutschland, sollen eigentlich russischen östlichen Atomstrom transportieren. Völlige Abhängigkeit.